Tummeln sich da. Aber immer hinter den Zweigen. Ja, wahrscheinlich auch eine innere Uhr, ja. Und dann bemerkt das schon. Dann herzlich willkommen hier am Otterbach. Wir haben hier drei männliche eurasische Fischotter. Ganz mal Zahnbau und Kalchen. Die drei wohnen hier. Passt locker auf meine Handfläche. Und hat ein ganz schönes weißes Fell. Und kann nicht so bleiben. Sie kennen das sicher auch. Wenn man taucht, muss man immer dafür sorgen, dass man halt auch immer so bleibt. Das wäre es auch von mir. Es ist jetzt erstmal hier zu der Jungtieraufzucht der Fischotter. Was gibt es denn da noch? Jetzt habe ich den anderen. Danke. Können mich denn alle verstehen soweit? Ja.
Also, herzlich willkommen hier am Kreuzpunkt. Da haben wir fünf Ältesse, zwei Weibchen und drei Männchen. Die Weibchen kann man sehr gut erkennen, wenn es hier kleiner ist, die Männchen. Ihren Namen daher hat, dass sie früher für die Otterjagd eingesetzt wurden. Das heißt, man hat mit diesen Hunden Otter gejagt, das war so eine Freizeitsportbeschäftigung. Und meistens hatte man noch einen Terrier dabei, der dann die Otter direkt aus ihrer Otterhöhle rausgeholt haben. Man hat also mehrere Hunde so zusammengezüchtet, dass dann ein perfekter Otterjäger dabei rauskam. Oh, das sind auch strikte Einzelgänger, markieren auch ihr Revier mit ihren Hochstüßen und ihrem Pot. Und so wissen dann halt alle, wo das Baumarder-Revier ist, von dem man sich eher fernhalten sollte. Die einzige Zeit, wo sie nicht allein sind, ist halt, wo sie sich paaren, dann natürlich, wo sie ihre Jungtiere aufziehen und dann ansonsten teilen sich alle wieder auf. Baumarder werden auch Edelmarder genannt, weil sie ein sehr schönes Fell haben, vor allem im Winter. Ja, Baumarder sind in etwa mit allen ausgestattet, womit die Natur einen so aussteigen kann. Sie können sehr gut springen, sehr gut hören, sehr gut riechen. Zudem, wenn sie Baumarder wären, dann könnten sie alle locker riechen, was hier in der Schale von meiner Kollegin ist. Außerdem, das Klettern ist so, dass sie halt... Ein Baumarder heißt auch Franzi. Na, der springt. Der springt da vorne, gib Gas. Das ist so geil. Er muss Anlauf nehmen. Oh, guck dir das an, guck dir das an. Wie alt können so eine Tiere werden? Die Fische oder die werden in der Natur so etwa 7 bis 8 Jahre alt, aber bei Menschen können die sogar 12 Jahre alt werden. Das ist einmal ein sehr großer Unterschied, ob bei Menschen oder in der Natur. Eine Frau mit ihrem Kind hat sie das Kind da so davor gesetzt. Ich weiß es nicht, wie können sie nur? Und sie aufsetzen. Das ist so ein Er muss Anlauf nehmen. Oh, guck dir das an, guck dir das an. Toll.